Hallo, mein Name ist David Manske. Ich bin Mitarbeiter beim Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig und arbeite mit GIS. Aktuell bin ich in einem Projekt eingebunden, das sich mit den räumlich-strukturellen Auswirkungen der erneuerbaren Energien auf Naturschutzgüter beschäftigt. Und hier kommen auch offene Geodaten zum Einsatz. Das finde ich sehr sinnvoll, da sie frei zur Verfügung stehen und auch den Arbeitsprozess, also wie ich dann meine Analysen aufbauen, transparent machen und nachvollziehbar machen. Zum ersten Mal mit GIS bin ich in meinem Studium in Berührung gekommen und war begeistert von dem Umfang der Möglichkeiten, die GIS einem bietet. Vor allen Dingen in der Datenanalyse, aber dann auch später in der Darstellung der Ergebnisse. Ich kann jedem empfehlen, GIS zu verwenden, da auch im GIS große Mengen an Daten verarbeitet werden können und die Darstellungsformen recht umfangreich sind.